Oh, gleicher Raum. Wird jetzt ein Kampf kommen? Was denkst du denn? Ihr stört mich jetzt nicht mehr. Ich werde euch eine Kostprobe meiner dämonischen Macht geben. Was zum... Wow! Richtiges Kirby-Viech auf einmal geworden. So ein Nightmare-Kirby-Viech. Oh Gott. Okay, Schutzschild, Schutzschild, Schutzschild. Wahrscheinlich muss er deine Augen schlagen, oder? Ja? Yes! Das kriegst du! Hau rein, Mann! Okay, noch mehr Augen. Was so? Laser! Dinger können Laser schießen! Okay, immer in safer Reichweite bleiben, ist, glaube ich, ganz klug. Sorge. Hey, stopp, stopp! Oh! Warte, ich krieg dich, krieg dich, krieg dich. Da ist er. Yes! Jetzt BAM! Ich sollte mich vielleicht heilen, oder? Ich glaube, ich mach's jetzt schon mal. Die Mild. Immer die Mild. Nice! Ich bin da durch. Geswitcht. Okay. Ja, wenn man einfach durch Attacken durchrollt, dann tut man kein Damage. Doch, durch Gegner durchrollt. Kurz mal aufhören hier noch? Kann ich den jetzt angreifen? Ich kann sie nicht angreifen. Okay, bei denen kann man nicht durchrollen. Bei denen kann man wirklich nur mit dem Getränk durch. Aua, aua, aua! Ich glaube, ich brauche noch mal ein Getränk. Ah, die Milch ist super lecker. Okay. Soll ich machen? Items. Was habe ich für Items? Was könnte mir helfen? Das hier? Ja, Tatsache! Ich kann das. Aua. Ich kann das wegsaugen. Nein, ach komm, ich hasse es, wenn man brennt. Das dauert so ewig lange. Jetzt aber. Noch ein Laser? Na komm. Ihr könnt das doch besser, oder? Ah, verdammt. Ich stelle mich wirklich kacke an. Okay. Komm schon, komm schon. Hey! Bleib gefälligst stehen, Mann! Das kriegst du rein! Ja! Yeah. Okay. Wo ist er? Ist Boy noch nicht. Erstmal nur Full Heal. Okay, mehr Heilung habe ich nicht. Okay, da habe ich jetzt aber gerade durchgeslidet. Aufpassen wegen dem Feuer. Genau deswegen. Aber die anderen können wir eigentlich schon mal angreifen, ne? Ja. Könnten wir, ja. Aufpassen. Feuer ist sehr böse. Ich hoffe, wir schaffen den Kampf im First Try. Nein! Wenn beide noch einen Schlag. Okay. Bestimmt. Bam. Bam. Und du natürlich als nächstes, Vati! Gar nicht so schlecht. Ich hab dich unterschätzt. Gut. Was sagst du dazu? Ich habe noch mehr Kraft angesammelt. Meine Dämonenkraft kannst du mit dem winzigen Schwert nicht bezwingen. Was soll das heißen? Jetzt ist aber wirklich ein Kirby-Gegner, ein fliegendes Auge. Geh mal mit Schutzschild am besten. Könntest aber hier in vier verwandeln. Ist aber den Nutzen noch nicht. Okay, was soll ich machen? Okay, das ist ein Auge. Vielleicht muss ich es abschießen mit dem Bogen von vorne. Ah, Tatsache! Wir müssen seine Augen hier abschlachten. Oder müssen wir sie nochmal abschießen? Ne, generell schlagen, oder? Oder alle vielleicht schlagen? Alle abschießen? Ja, dann drehen die sich. Aber der ist blau? Was denn heißen, wenn er. Aua! Wenn er blau ist. Ich habe richtig Angst gerade. Das ist kein einfacher Kampf. Okay. Komm. Alle umgedreht. Ach! Mit den Vieren. Die müssen zu viert kämpfen.
Ich hab richtig Angst gerade. Na komm! Yes! Na komm! Aua! Wir haben ihm richtig Schaden gemacht! Und jetzt nochmal! Ja, was für mein Schwert kann nichts ausrichten. Ja. Ach so, wir müssen immer gucken, von wo wir angreifen müssen zu viel. Das müssen wir mal frei bauen hier. Ja, okay, diesmal ist es seitlich. Aber wir können nur zu viert angreifen, sonst macht es wenig bis keinen Schaden. Okay, war so was. Ey! Gut, dass wir die Upgrades alle haben, damit wir schneller dabei sind. Na komm! Na, pass auf! Nicht, dass wir weggebounced werden! Yes! Bam! Oh yeah! Das war sehr nice. Okay, das Bogen-Upgrade hat sich auf jeden Fall gelohnt. Das war auf jeden Fall super wichtig. Okay, jetzt ist es auf der linken Seite. Wollen wir es rechts? Jetzt ist es links. Ich benutze mal Pharaoh's Talisman. Ich glaube, das wird jetzt hilfreich sein. Mehr Damage und mehr Verteidigung. Okay. Aber ich muss jetzt ausnutzen können. Komm, verschwinde, 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 verschwinde. Dann, der ist im Weg gewesen. Ich kann da nichts gegen tun. Okay, weg damit. Und jetzt. Was? Warum sind alle grün? Egal. Okay, nice. Wie viel Leben hat der Mann? Ah, jetzt ist es oben. Dann haben wir's. Dann haben wir hier einzelne Richtung einmal gemacht. Wow, ey, komm nicht so nah. Die Stacheln sind halt super nervig, ne? Aber sollen sie wahrscheinlich auch. Wie krieg ich am besten. So. Was hat er vor? Ich weiß nicht. Okay, irgendwelche Laserstrahlen. Könnte es egal sein. Bam. Du bist tot, Mann! Du bist tot! Geht noch nicht. Wie lange geht das? Falsch. Jetzt sag mir nicht, es ist diesmal in verschiedenen Richtungen. Nee, es ist nicht. Es ist wieder rechts. Ich muss noch schnell aufbecken. Okay. Okay, hier. Okay. Sterb doch endlich, Mann! Ich glaube, das hat getan. Das darf nicht sein. Ich bin ein Dämon. Ich bin mächtiger als alles andere. Ich kann doch nicht gegen ein Kind verlieren. Hast du aber. Das hast du gut gemacht. Jetzt lass uns schnell Zelda vom Fluch befreien. Wenn das so einfach ist. Zelda? Zelda, alles in Ordnung? Gut, Mike. Jetzt verwandle Zelda mit der Kraft des Schwertes der Vier zurück. Du hast absolut recht. Komm zurück, Zelda! Erhöre mein Gebet! Mike, danke für deine Hilfe. Auch als ich zu Stein geworden war, konnte ich dich sehen, Mike. In meinen Träumen. Der Fluch ist offenbar gebrochen. Ein Glück, wir kamen noch rechtzeitig. Sicher? Allein das Schloss stürzt ein! Wir müssen hier raus, hier, los, lauf! Wie jetzt? Na nun, der Ausgang ist blockiert! Dann schnell zur heiligen Fette! Ja, da sind wir wahrscheinlich sicher. Was hast du zu sagen, Zelda? Magst du reden? Ich bin mit Zelda bei uns. Aber ich mag nicht reden. Hier ist es gefährlich. Okay, da kommen wir nicht lang. Hier oben? Ich weiß gerade den Weg nicht mehr, aber doch, das müsste hier oben irgendwo lang sein. Komm mit, Zelda. Bist du schnell? Du bist schnell. Wunderbar, kannst rennen. Die gute Dame kann rennen. Das müssen wir jetzt auch, denn wir müssen hier wegrennen. Schnell. Wie entkommt ihr nicht? Ihr sollt die Kraft des Dämons Fati, der das Force erlangt hat, erfahren. Wo bin ich denn jetzt? Das Auge ist noch größer geworden. Dritter Kampf! Verschwinde! Verschwinde! Was zur Hölle? Okay, wir müssen uns wahrscheinlich klein machen. So können wir uns nicht sehen.
Aua. Was soll ich machen? Nein? Nicht klein machen? Okay. Machen wir uns wieder groß. Ich sehe gerade keinen Nutzen drin. Wow! Wow! Ich muss seine Hände hier kaputt machen, wenn sie auf mich zukommen. Leider geht mein Leben langsam aus. Jetzt habe ich Angst, ob ich es überhaupt noch schaffen kann. Hilft das irgendwie? Aua. Nee. Nein. Ich weiß nicht, was hier von mir verlangt ist. Bringt der Bumerang was? Zum Stunnen? Oder mich halt stunnen? Ganz toll. Hm? Bogen hat nicht geklappt. Seht ihr? Bogen klappt nicht. Alter. Ach komm. Oder klappt das doch? Nee. Klappt eben nicht. Vielleicht sein Laser da zurückschmeißen oder so? Vielleicht kann ich das abwehren. Mit dem Schild. Oder mit der Hand. Mit dem Schwert. Nee. Okay, nee, dann weiß ich es leider nicht. Oh nein, hieran wird es scheitern. Okay, nee, juckt den nicht. Bomben. Bomben sind immer gut. Bomben funktionieren immer. Bomben sind immer gut. Hier, warum ist er jetzt hier in dem Boden drin? Das muss auch irgendwas bedeuten. Shit, ich sterbe langsam. Wirbelstab. Umdrehen. Nein. Mm-mm. Soll mir der Greifmantel helfen, rüber zu springen? Ocarina wird mir jetzt auch nie helfen. Nee, ich weiß es nicht. Rammeln kann ich mir auch nicht vorstellen. Das macht mir nur noch Schaden. Nee, Schild bringt mir auch nichts hier. Ah! Oh nein, hier werde ich auf jeden Fall Game Over gehen. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich habe keine Heilung mehr. Was mach ich denn? Den Clown? Nee. Das muss doch mit dem Bogen sein, das kannst du mir nicht erzählen. Ich muss ihn doch voll ins Auge schießen bestimmt. Aber nein, irgendwie passiert das nicht. Nee, sorry, ich bin überfragt leider. Keine Ahnung. Nee, also, das muss ich nachschauen. Das tue ich jetzt. Bevor ich hier noch sterbe. Hä? Okay, ich habe es gerade nachgeschaut. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich schon mehrmals versucht habe. Aber man soll den mit dem Ding abschießen. Genau, und dann ist da so ein Loch, wo ich jetzt mindestens den rein kann. Aus irgendeinem... Okay, ich habe es aber zurückgespult. Ein bisschen. Ich hoffe, das ist okay. Ich habe den Kampf halt nicht verstanden. Jetzt weiß ich, was zu tun ist. Leider ein bisschen spät. Also ja, ich habe noch meine Fee. Bin aber trotzdem bald tot. Also jetzt muss ich wirklich mein allerbestes geben. So, und immer wenn er eine Hand in den Boden setzt, kommt die immer wieder hoch und dann müssen wir die abschießen. Dann machen wir uns klein. Jetzt war sehr blöd. Sehr, sehr blöd. Oh mein Gott. Hallo. Oh mein Gott. Und dann müssen wir diese komischen Viecher hier abschlachten. Am besten... mit dem Wirbler! Und dann ein, zwei Leute umgebracht. Scheint wohl schon zu reichen. Und jetzt schnell wieder groß machen. Eine Hand ist schon mal kaputt. Ja, das brauche ich halt direkt bei ihm. Toll. Okay, ausweichen. Da ist das andere. Das andere. Bam. Okay, los, 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 los. Okay, go, 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 go. Wow. Hier ist es dunkel, I don't like it. Okay. Und go! Oder haben die alle ein ganzes Leben, einen ganzen Lebensbalken? Kann ich mir auch vorstellen. Wenn einer tot ist, dass alle tot sind. Oh Gott, ich habe keine Zeit mehr. Die Zeit rennt ja aus. Oh verdammt, ich hab's nicht rechtzeitig geschafft. Oh no, das kann mein Tod kosten. Den Stab wieder. Den Wirbelstab. Wirbelstab. Cool Spiel. Cool. Okay, alles klar. Kann man machen.
nett. Ich hoffe, ihr behaltet eure Lebensanzeigen. Denn die werdet ihr jetzt auf jeden Fall instant verlieren. Da hinten sind welche. Es sind ganz viele in der Ecke. In der Ecke kann man die mobben. Ja, einer muss sterben. Dann sterben alle. Okay. Okay. Das ist richtig stressig gerade. Ich habe noch 3,5 Leben. Herz, gib her. Okay, es ist offensichtlich, was ich getan werden muss. Das ist offensichtlich. Was macht er? Oh, er greift das mal an. Einfach Angriff! Hör doch nicht! Jetzt! Bam. Nein? Pfeile? Geht gar nicht. Wieso? Okay, dann war es vielleicht noch zu früh. Oder muss ich diesen Angriff abwehren? Das kann auch sein. Weg. Jetzt. Bam! Und jetzt hast du es mit mir zu tun! Zum dritten Mal! Ohne Witz, ich bin langsam echt am Schwitzen mit diesem Kampf. Ja, ich bin so ein Schwitzer, ey. Aber ist auch nicht einfach. Verdammt. Verdammt, ich bin gleich tot, aber er auch. Er ist auch gleich tot. Daran muss ich denken. Das ist mein Denken, dass er auch gleich verloren hat. Ach komm. Ja, alleine krieg ich das nicht hin. Nee. Das macht keinen Sinn. Okay, sehr gut. Komm! Yes! Nein? Warum nicht? Warum? Ach komm, jetzt bin ich tot. Game over. Ja, game over. Keine Ahnung warum. Das funktioniert! Komm bitte, stirb! Ich krieg's mir so hart, ich kann! Er lebt noch! Oh nein, ich hab ein Leben! Keine Heilung mehr. Was zum... Das war gar nicht mal so schlecht. Hä? Wie? Speichern? Speichern, dass ich Game Over gegangen bin, dass das alles vorbei ist. Weiter. Du lässt mich hier mit 3 Leben, mit allem leer, zurück zu diesem Kampf. Und wieso kann ich jetzt überhaupt fliehen? Oder muss ich jetzt den kompletten Kampf neu machen? Nein, da spule ich zurück, wenn das der Fall ist. Das mache ich nicht komplett von vorne. Das hat viel zu lange gedauert. Warte, lass mich kurz nachschauen. Das kann nicht sein. Vor allem, wie schwer ist denn bitte dieser Kampf? Hallo? Also... Kann irgendwas nicht stimmen. Doch, man muss den kompletten Kampf komplett von neu machen. Nee, also... Nein. Versuch es nochmal, als wir noch fast tot waren. Aber nochmal versuchen. Das auszuweichen ist halt echt schwierig, vor allem weil du 4 Hitboxen hast. Aber jetzt ist Geschichte. Ach, warum? Ich hasse das. Ich hasse es, wenn es aus irgendeinem blöden Grund nicht zählt. No? Was ist passiert? Ne, ist mir egal. Spur zurück. So soll man es machen. Wahrscheinlich. Was? Was? Wieso nochmal? Alter, was ist das für einer? Hallo? Ey, er macht's nochmal. Hä? Also, nein. Was soll denn der Blödsinn? Ist ja mega dumm. Ja, klar. Genau. Ah, ist okay, Spiel. Hallo! Ich hab ihn doch voll getroffen! Nee, sorry, das ist mir ziemlich egal, dass ich hier gerade zurückspur. Also der Kampf ist lächerlich.
Bro, okay, dann habe ich halt nicht vier Links. Das hat mich nicht getroffen. Das habe ich nicht getroffen. Hallo, stopp. Das habe ich nicht getroffen. Stopp. Zählt nicht. Alter, das ist wahrscheinlich die allerletzte Phase. Da geht er nochmal komplett ab. Okay. Oh, natürlich vor. Ach, komm. Es ist mir egal, ob das vielleicht peinlich, weil ich die ganze Zeit zurückgespult habe. Ganz ehrlich, das könnte mich nicht durchzwingen, dass ich das alles. Von das sind drei Bösen, wenn ich nur den hier, nur diese letzte Phase mal neu machen müsste. Okay, das soll ich akzeptieren. Aber nochmal alle drei. Das hat super lang gedauert. Ich hab. Ach, egal. So etwas Dummes! Was ist mit der Kraft des Forces? Boah, die Macht des Zurückspulens ist viel stärker. Die dämonische Kraft! Sein Hut. Sein Minish-Hut. Hä? Ah, Mike! Schön, dass es dir nichts passiert ist. Das war die besiegt, das ist gut. Aber wir haben so viel verloren. Das Schloss, all die Menschen. Hä? Ach, Barty ist besiegt. Er wird von seinem Fluch befreit? Oder? Ja, Tatsache. Ha, wer hätte das gedacht? Nun, da Fati besiegt ist, ist auch sein Fluch von mir gewichen. Mein Name ist Edzelo. Ich bin der Weise von Tyloria. Ich war es, der die Mütze des Hexenmeisters gemacht hat. Meine Schwäche hat den Menschen viel Leid gebracht. Bitte verzeiht mir. Viele Menschen mussten wegen mir sterben. Das Schloss ist zerstört. Doch geht die Hoffnung nicht auf. Da auch ich meine ursprüngliche Gestalt zurückerlangt habe, lässt sich mit Zeldas Force und der Mütze vielleicht noch etwas ausrichten. Wenn ein aufrichtiger Mensch sie trägt, entfaltet die Mütze ihre wahre Kraft. Das will ich nicht tun. Nun denn, Zelda, bete inbrünstig für deinen Wunsch. Zeldas Wunsch? Was da wohl sein wird? Okay. Dass wieder alles wie vorher ist. Lieb und nett. Ist klar. Aber ich meine, was hätte sie sich sonst wünschen sollen? Ein Date mit mir? Das kriegt sie auch so. Ja. Alle sind wieder wie vorher. Die Gegner verschwinden alle von Hyrule. Die Pestchen. Bam, bam, weg mit euch. Geht in ein anderes Land. Weg von Hyrule. Hyrule haben wir befreit. Von allem, was böse ist. Vorerst zumindest. Ah, das Schloss steht wieder in seiner alten Pracht. Die Menschen sind vom Fluch befreit. Alles ist wieder wie vorher. Ja, ich spüre die Lebenskraft überquellen. Selbst die magische Mütze erzittert vor solcher Energie. Die Mütze heißt Mütze der Wünsche. Sie erfüllt die Wünsche des Trägers. Mein Vater, sein böses Herz hatte wohl als einem Dämon. Doch Zeldas Wunsch. Also, doch mein Wunsch und die Kraft des Fors könnten ein Wunder vollbringen. Nee, das hat die Zelda gesagt. Ja, die Zeit des Abschieds scheint gekommen. Das Tor von Tyloria, das sich nur alle 100 Jahre öffnet, schließt sich wieder. Naja, ich kehre wieder zurück nach Tyloria. Na, Story beendet. Ihr wisst, Spiel vorbei. Ich weiß, durch meine Schuld geschah viel Leid, doch das Böse ist besiegt. Dank Zelda erstrahlt Hyrule wieder im alten Glanz. Mike, unsere gemeinsame Reise hatte durchaus vergnügliche Seiten. Der Abschied stimmt mich ein bisschen traurig. Nimm bitte dieses Geschenk. Eine Mütze. Oh. So sehe ich dich zum ersten Mal. Aber sie steht dir, kleiner Held. Alles Gute. So sah ich also auf deinem Kopf aus. Interessant. Es ist so winzig klein. Kleiner Stift. Lebe wohl. Bisschen schade, dass wir die Minish nicht mehr sehen werden. Zumindest für weitere 100 Jahre, aber ich schätze, es musste so kommen. Dieses Artwork. Ja, das war The Legend of Zelda, The Minish Cap.
Ein sehr nices Spiel. Es ist ein bisschen anders gewesen als erwartet. Es war schwieriger als erwartet. Ich dachte, es wäre relativ einfach, relativ easy, Kids Game und so, aber nein, war es tatsächlich gar nicht. Es hat mir insgesamt Spaß gemacht. Es gab hier und mal, waren mal ein paar Stellen, die waren sehr nervig, haben mir nicht gefallen. Zum Beispiel, dass einem 50 Mal gesagt wurde, ja, du kannst Bomben benutzen an Wänden, nachdem man es erstmal üben musste, ohne es irgendwie beigebracht zu bekommen. Also du musst erstmal irgendwie drauf kommen, dass du Bomben an den Wänden machen musst und dann später wird sie 5 Mal gesagt. Also das habe ich auch nicht, überhaupt nicht verstanden, wie das zustande kam in der Entwicklung. Ganz ehrlich, ich bin der Meinung, dieses Spiel könnte ein Remake bekommen. Ja, ich finde, das Spiel hat ein Remake auf jeden Fall verdient. Vor allem, weil man ja auch nicht 100% machen kann. Also man kann nicht alle Quests abschließen. Zum Beispiel kannst du nicht allen 3 Ladies das Haus geben. Zumindest nicht hier in der europäischen Version, die ich hier gespielt habe. Ich glaube, im Englischen kann man noch ein bisschen mehr machen. Wir sind übrigens noch nicht fertig mit dem Spiel. Eine Folge gibt's noch. Was gibt's noch zu sagen? Ich fand die mönchische Idee ganz cool, dass man so klein wird und dann die Rätsel in kleiner Form machen muss. Die Rätsel generell waren sehr interessant. Ich bin ja nur Skyward Sword bisher gewohnt, also da war auf jeden Fall ein großer Unterschied. Ich kann auch die beiden Spiele jetzt überhaupt nicht mehr vergleichen, weil eins ist 3D, das eine hier ist 2D. Ich kann die wirklich nicht vergleichen. Also sind beide gut in ihrer eigenen Richtung. Wir werden auf jeden Fall demnächst wieder ein weiteres Zelda-Game spielen. Ich weiß noch nicht genau wann. Hä? Was? Super Mario Club? Rockman Club? Capcom? Aha. Genau, das Spiel war ja von Capcom. Das war ja noch nicht mal. Hier vom Original Zelda Staff. Das war ja von Capcom und ich finde, dafür, dass das nicht vom richtigen Zelda-Team gemacht wurde, haben die einen Job gemacht. Ich meine, ja, klar, okay. Sie haben eigentlich einfach nur alles, was im Wind Waker war, alle Assets, alle Characters zum Beispiel, ganz NPCs einfach rübergepackt, einfach nur 2D-Sprites von denen gemacht und die reingepackt. Weiß noch nicht, wie das in der Lore dann sein wird, aber ja, ich fand auf jeden Fall die Abwechslung mega cool auf jeden Fall. Ich fand, was fand ich noch cool, die Items waren sehr interessant. Ich weiß nicht, kann ich das Spiel empfehlen? Ich wünschte mir trotzdem irgendwie, dass man ein Remake draus macht, aber ja. Hiermit endet das erste Abenteuer von Mike. Doch was wird die Zukunft Mike, Zelda und Indiana noch bringen? So geht die Geschichte weiter. Beim nächsten Mal! Aber ja, solange die Kraft des Force es will. Ich kann das Spiel schon empfehlen. Also aber nur, wenn euch auch das Gameplay jetzt alles gefallen hat. Wenn ihr ab und zu mal ein paar Parts geschaut habt und ihr denkt euch, oh, das Spiel sieht ganz cool aus, dann kann ich es empfehlen. Weil das Spiel ist auch cool. Nur ein bisschen schwerer als erwartet. Vor allem der Bosskampf hier. Ups. Alright, Folge viel zu lang, ich weiß. Bin übelst am Schwitzen. Capcom, habt ihr super gemacht. Ist ein nice Spiel. Ist aber vielleicht nicht das beste 2D-Zelda-Spiel. Ich habe schon mal ein anderes Zelda-Spiel gespielt in 2D und das fand ich besser. Aber das von 2004 ist schon super alt und ich meine, es ist immer noch sehr gut spielbar. Ja, bis zum nächsten Mal, Freunde. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Habt ihr jetzt so ein Triforce-Symbol aus irgendeinem Grund? Und ja, bis zum nächsten Mal wieder. Lasst ein Like da. Wir sind schon lange nicht fertig. Noch einiges Episches auf uns zu, yeah!